Ja, hallo liebe Zuschauer aus dem heute extrem stürmigen Pattaya. Ja. Hier ist Frank. Hier Mord. Von Ausgewandert nach Thailand mit 40. Ja, unser Plan heute war eigentlich gewesen, bei dem fürchterlichen Wetter mal ganz schnell euch ein paar Bilder aufzunehmen. Von der Stadt, von dem Beach und dann eigentlich auch gleich wieder nach Hause. Ja, mit gutem Wetter, ne? Taifun kommen, ne? Diese Woche. Genau, das ist so der erste Tropensturm in diesem Jahr, ne? Bisher war es eigentlich ruhig. Heute ist hier stark Wind. Genau so ist das. Also das wird jetzt 2 bis 3 Tage noch so weitergehen. Ja. Wir hier im Süden in Pattaya haben natürlich ein bisschen mehr Glück. Hier ist nicht ganz so extrem. Mhm. Man merkt halt nur die Ausläufer. Oben im Norden ist es halt ein bisschen schlimmer. Ja, Regen langsam kommen, ne? Genau, also wir hoffen, dass es ohne Überschwemmung hier abgeht und so weiter. Im Moment ist der Regen stark, der Wind stark, aber es ist noch kein Hochwasser, zumindest hier oben bei uns nicht. Glück gehabt. Genau so ist das. Ja, das wollten wir eigentlich aufnehmen und dann wieder schnell nach Hause, weil bei dem Wetter draußen rumlaufen macht wenig Sinn. Ja, genau. Aber wie ihr das bei uns immer wieder kennt aus Thailand, alles kommt wieder natürlich anders. Bitte sitzen, bitte helfen, kein Kunde. Mensch, kaum waren wir da am Strand gewesen, haben wir 20 Leute gehabt um uns rum. Bitte sitzt doch ein bisschen, bitte kauft doch was zu essen ein, bitte macht doch mal hier, bitte macht doch mal da. Wir wollten eigentlich nur nach Hause, aber... Wir nette Leute. Warte mal, nette Leute, was bedeutet? Alle kommen zu dir. Ja, also wir haben versucht mal mitzuzählen. In ungefähr so 15 bis 20 Minuten gab es 10, 12 Angebote für Hinsetzen unterm Sonnenschirm, was natürlich bei dem Wetter spannend ist. Ja. Dazu ungefähr 10 Leute, die Gung, also Garnelen, verkaufen wollten. 5 Leute ungefähr, die komische Enteneier verkaufen wollten. Gemüse und Obst ohne Ende. Massage, alte Frauen, Angebot ohne Ende. Sag nein, aber warten. Warten, bis keine Ruhe. Man hat wirklich keine Ruhe gehabt. Die Leute sind wie die Fliegen um einen rumgeschwirrt. Und was haben wir denn gemacht? Mach mal. Haben uns wieder breit quatschen lassen und gesagt, okay Jungs, wir setzen uns an euren Beach hin als einzige Leute, aber dann müsst ihr auch für Essen und Getränke sorgen. Ja, das ist gut, Sami. Der Service ist wie immer in Thailand, wenn du erstmal sagst, du machst was, dann sind sie nett und freundlich. Er suchen einkaufen für uns, ne? Ja, wenn du ihm die große Einkaufsliste in die Hand drückst und sagst, bitte einkaufen, dann geht das los. Einfach, Service, gut Service. Ja, also die gehen wirklich in den nächsten Supermarkt und kaufen für dich ein. Weißt du, Pimot, woran mich immer deine rote Jacke erinnert, wenn ich das sehe? Nein. An den wunderbaren Movie. Kennst du? To defend yourselves without stick or firearm. I need a volunteer. So, also dann lass uns was zu essen bestellen. Getränke hatten wir schon. Mhm. Wenn wir schon mal hier sind und völlig wahnsinnig bei der Windstärke hier was essen wollen, dann mach mal bitte. Komm, ist nur und alleine. Ja, dann haben wir jetzt mal den ganzen Beach für uns alleine. Verrückt Leute, oder? Ich glaube, die Leute, die vorbeigelaufen sind, haben auch gesagt, die beiden sind komplett verrückt. Wir beide verrückt, oder wie? Aber ist mal was anderes, meine, das im Sonnenschein zu machen, während das richtig schönes Wetter ist, das kann doch jeder. Geht doch, noch nicht Regen kommen, das ist genau. Geht. Ja. Was hast du denn wieder bestellt? Muschel. Deine Lieblingsmuschel. Hoi Melangpu. Das ist gut. Ich hatte ja meine Bedenken gehabt. Nochmal. Noch ein Verkäufer was verkauft, genau. 100 Mal. Komm. Ich hatte ja so meine Bedenken gehabt, dass diese Muscheln hier gerade bei so einem Strand sitzen oder nicht die allerbesten sein werden. Aber war überraschend. Die waren super frisch, die waren total gut gewesen. Du immer sagst zu mir, pass auf, nicht einkaufen in der Nähe Beach oder so. Aber Überraschung, ne? Das war gut gewesen. Alle lecker. Ja, weil wir beobachten das ja hin und wieder. Leute verkaufen das vom Truck runter. Nur ihr kennt Thailand, wie warm das ist. Es ist 35 Grad in der Sonne und die fahren damit von früh bis spät durch die Gegend. Ja. Eis ist wahrscheinlich ja noch das Wenigste, was die haben zum Kühlen. Mhm. Aber heute war richtig gut gewesen und die haben sehr, sehr lecker geschmeckt. Vielleicht wir gut gefunden, Geschäft oder wie? Kann gut sein, ja. Also diese Strandbarbetreiber, die kochen ja nicht selber. Die haben ja irgendein Restaurant hinten in irgendeinem Hinterhof. Ja. Und dort bereiten die das Essen halt zu. Wird über die Straße getragen. Mhm.
Natürlich fahren denn 50 Autos dran vorbei, beim Essen schon, aber das ist Thailand, ne? Ja. Aber wir haben ja was zum Desinfizieren. Alkohol. Ja, mit Winter, ne? Mein schöner Schnaps hier ausgelöst. Die Hälfte vorbei. Schade. Ja? Nee, schau mal. Du weißt schon, dass die Flasche 850 mich gekostet hat, ja? Ja, das ist zu teuer, ich weiß. Dann bitte sei hier vorsichtig damit. Du schade, Schnapp, ne? Immer. Nö, wir haben einfach den Leuten, die Jungs, die da arbeiten, ein Tausender in die Hand gedrückt und haben gesagt, oh, bitte hier, hol uns mal eine Flasche, bring uns Orangensaft mit, Ananassaft. Ananassaft mit und dann ging das los. Malibu Ananas. So, und die ganzen Leute rundherum brachten dann das Essen, weitere 20 Verkäufer um einen herum, die noch irgendwas verkaufen mussten, unbedingt. Oh, lassen mich ruhig. Was hast du denn alles dir noch aufschwatzen lassen? Also Obst sehen wir hier schon. Dann hattest du dir diese Muscheln da noch aufschwatzen lassen. Ja. Dann hast du noch dieses komische Gemüse da gekriegt. Wie gesagt, wenn wir eine nette, wir sitzen, das kommt sofort. Dann kam alle alles. An, genau. Wenn ihr was Lustiges hören wollt, von dem ganzen Essen, was wir zusätzlich eingekauft haben zu unserem Menü hier, haben wir nichts mit nach Hause genommen. Wir haben das zum Schluss verschenkt an andere Leute. Genau. Weil erstens war das viel zu viel und zweitens sah das auch nicht so ordentlich aus. Also gerade diese Muscheln da in der Tüte, die hätte ich dir verboten zu essen. Nur nette, weil und mach mal, gib mal, bezahle, gib mal, bezahle. Ja, wir haben also zum Schluss denn nur noch bezahlt, damit wir unsere Ruhe haben. Also nicht wirklich lustig, aber es ist halt Thailand und wenn wir den alten Leuten und den armen Leuten ein bisschen helfen können dort. Aber wir können nicht helfen, diese Leute. Nee, das haben wir versucht, auch dem 23. Verkäufer denn zu sagen. Du entschuldige, wir waren schon bei deinem Kollegen, wir haben hier schon alles voll. Bitte beim nächsten Mal, bitte beim nächsten Mal. Aber die hatten natürlich auch keine Kunden. Kein Kunde. Und lustigerweise heute natürlich am Samstag wieder extrem viele Reisegruppen hier unterwegs. Busweise sind die Leute von, ja, wir denken mal Bangkok oder so gekommen. Zwei Bus und viele Leute da, aber keine sitzen. Ja, wir haben mit den Verkäufern dann nochmal gesprochen, die dann auch gesagt haben, ja, diese Reisegruppen, diese Busgruppen, die nutzen uns hier am Strand nichts. Ja. Weil die setzen sich in der Regel nicht hin, die kaufen kein Essen, die bestellen nichts, die nehmen nichts mit. Die haben ihr Package wahrscheinlich in Bangkok gebucht, genau. Wo es denn das Hotelzimmer dabei ist, wo es vielleicht auch ein Abendessen, ein Frühstück schon dabei gibt. Die geben, also ähnlich wie damals die chinesischen Touristen, kein Geld aus. Genau. So, die kaufen also ein Package oder irgendwie so, ja, ich denke, das wird so ein Package sein. Wenn essen, alle muss essen. Alle gleiche. Genau, genau. Und sitzen, alle muss gleiche. Und Chef bezahle. Genau, aber die helfen halt diesen Leuten am Strand oder diese kleinen Garküchenbetreiber, die kleinen Restaurants, die können davon leider nicht profitieren. Ja. Sie kommen bei Beat nur Selfie. Ja, beim Selfie machen sind sie dabei, schauen sie die Beaches an. Gut, heute ist natürlich bei dem Wetter auch extrem schwierig für die Leute gewesen. Genau. Ich denke mal, dass sich da auch ein paar richtig geärgert haben, weil die buchen so eine Reise nach Pattaya, denken können an den Beach fahren zum Strand und zum Schwimmen. Das war heute nichts. Ja, morgen auch. Morgen wird das ähnlich aussehen. Ja. Aber morgen gehe ich da nicht nochmal hin. Heute reicht's. Ja, ich schaue mir mal hier, guck mal, es gibt noch mehr Verrückte. Es gibt doch Leute, die bei dem Wetter unbedingt Kitesurfing müssen. Das ist schön, du immer gerne. Ich schaue mir die sportlichen Jungs gern an, klar, kein Problem. Das ist beeindruckend, was die können. Schau mal, wie schön die da fliegen und schwimmen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Schwimmen können, fliegen können, segeln. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aber es sieht schon spektakulär aus, ja. Tja, während ich mir noch die Jungs hier anschaue, wie sie ihren Sport betreiben, vielleicht überlege, könnte ich sowas auch machen, wäre das auch was für mich, hat unsere liebe Mot neue Freundin gefunden. Du, warte nur ein paar Sekunden, sie kommen sofort bei mir, Frau Massage. Oh mein Gott, ich bin mal ruhig, aber sie war schon warten von vorher, wir trinken, ne? Ja. Wir sitzen, essen, aber sie warten in der Nähe. Immer, keine Ruhe. Wenn du weggehst, sie kommt sofort bei mir. Aber das ist doch nett. Oh mein Gott. Schau mal, sie will deinen Fuß ein bisschen Massage machen. Ja, ich denke nur IV, aber sie kommt zwei Angebot.
Nick Angebot, sie Angebot, unser Geld 400 Taiwan. Zwei Frau, ich will nur eine. Ich wollte gar keine. Oh, ich bin Nick, aber ich will meine Ruhe. Ja, du konntest ja nicht mal in Ruhe zu Ende essen. Also wir konnten generell nicht in Ruhe zu Ende essen, weil ja ständig irgendjemand kam. So, und dann haben die dich da, ja, wie lange haben sie an dir rumgefummelt? Eine halbe Stunde? Halbe Stunde ungefähr. Sehr, sehr langweilig. Natürlich kann man nicht essen, wenn die alten Frauen sofort daneben dir sitzen, ja, am kann Tisch. Ich. Oh, ja. Wunderbar. Und ein Geplapper ohne Ende. Nächstes Mal, ne, wenn nächstes Mal wir sitzen, ne, lieber stark mit Nette. Wenn Nette eine kommen. Ja, nicht mal unser Essen haben wir geschafft. Das tut mir mehr leid. Was hast du jetzt bezahlt für die zwei Frauen? 2.400. Wunderbar. In teuer, aber okay, das helfen. Aber ja, nicht immer. Lass uns doch mal zusammenrechnen. Also 1.000 für Getränke. Was hat das Essen gekostet? Essen kostet 700 Taiwan. So, dazu die zwei Massagefrauen. 400. Wunderbar. Das alles am Samstagmorgen noch. Prima. Schönen Dank. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr bis hier unser Video angeschaut habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt gesehen, das Wetter ist richtig, richtig schlimm hier im Moment. Wir hoffen, wir bleiben sicher und ohne größere Schäden hier in Pattaya. Wenn ihr unsere Videos magt, abonniert unseren Kanal, liked die Videos, kommentiert, diskutiert mit uns und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.